Hallo und herzlichst willkommen zu einem neuen Video, mein Süßer. Wir gucken uns heute mal wieder Sachen an, die wirklich wichtig sind im Leben. Auf anderen Kanälen, Mathe-Kanälen, euch wird beigebracht, wie ihr die binomische Formel ausrechnet. Es gibt Persönlichkeitsentwicklungskanäle, da wird euch beigebracht, wie ihr glücklich seid. Es gibt ganz viel auf YouTube, aber es gibt nur einen Kanal auf YouTube, der sich mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens beschäftigt. Und das ist Road Rage. Chat, wir sind mal wieder drin und da geht's auch schon gut los, Digga. Wir sind mal wieder drin in einem guten alten Road Rage Video. Lehnt euch zurück, enjoyt. Wir gucken uns Leute an, die im Straßenverkehr ausrasten. Das Video heißt, wenn Motorradfahrer zurückschlagen, das Beste aller Zeiten. Ich bin gespannt. Wir sind drin im Video, es geht auch schon los. Okay, abgeschnitten wurde. Hey guys, today I've got another intense video for you. Oh, bitte labert der jetzt nicht. Almost every situation this episode shows how pointless and unnecessary aggression on the road is, so check this out and ride safe. Okay, ich glaube er redet, ich glaube er hört auf zu reden. Okay, der will spielen. Ja, ist frech. Ist frech, Chat. Er wird erst abgeschnitten auf der Straße und dann macht er noch solche Faxen. Oh, und jetzt steigt er ab. Jetzt steigt er ab. Oh! Das kam unerwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass er direkt den Spiegel wegkickt. Der hat keine halben Dinger gemacht, Chat. Und davon distanzieren wir uns auch ganz klar. Nächster Clip. Was passiert hier? Okay, jetzt schon mal Distanz, Chat. Das sieht nicht gut aus. Ist es volle Qualität? Ja, ist es. Der Clip ist einfach nur kacke. Denkt ihr, der kriegt auf die Fresse jetzt? Das sieht ganz danach aus. Also, aber man muss auch dazu sagen, er hatte, also die Guys hatten halt auch selber eine sehr große Fresse. Chat, wir hoffen alle aufs Beste, dass hier keine Gewalt entsteht. Okay, ein Schubser ist noch in Ordnung. Ist nicht schlimm. Ich glaube, das könnte noch deeskalierend sein. Die Brille vom Gesicht hauen ist jetzt auch, also eins, wenn wir noch im Rahmen sind. Wir sind noch nicht im Illegalen, vielleicht ein bisschen, eins, wenn es noch akzeptabel ist. Es ist jetzt doof gelaufen alles, die Gemüter sind erhitzt, aber das reicht jetzt auch und die gehen ihren Weg und die Motorradfahrer fahren ihren Weg und dann ist alles entspannt. Richtig, Chat? Wir hoffen aufs Beste. Okay, da war jetzt was zensiert. Da war jetzt gerade was zensiert. Es ist ganz schön viel zensiert. Oh mein Gott! Oh. Ja, ja. Distanziert euch einfach weiter. Oh, Digga! Also da jetzt wirklich Distanz, das ging zu weit. This rider spotted a crazy driver who was about to cause an accident. He decided to follow him and tell him what he thought. However, he didn't expect such a reaction. Ich hab nichts verstanden, aber wir sehen gleich, was passiert. Okay, der ist ja fast reingefahren. Driving like that, man. You just go like back there on 7th Avenue and Carefree Highway. You went in the right turn lane. They just went in or
intersection. Drive at it? You're driving like you're gonna get yourself and someone else hurt, man. Yo! Der zieht erstmal ein Klappmesser. What are you doing? Really? Was ist das denn für ein... Das ist ja unangenehm gewesen gerade. Hey, now you're gonna threaten me? Das war ja super cringy. I've got you all on camera, by the way, buddy. Just don't do anything stupid, that's all I'm saying. You pull out a knife on me, you know you can go to jail for something like that. You know, eins, wenn da der Spiegel fliegen muss. You know you can seriously get arrested for the way you're driving, just take it easy, man. I don't even know you, dude. It doesn't matter, it's fine. You don't have to cause me harm. You're putting yourself and other people in quite a bit of danger. You're driving fast. What if you didn't see someone like me and you hit me? I see you the whole time. You got a bright yellow jacket. Jetzt dreh den Spiegel weg und fahr. Point is, you might not. You're just... I have no problem with speeding. I mean, let's be honest. It's fun. But you're... Okay, it really is just the way you went in the right turn lane. You went through the intersection like that. That's just incredibly stupid way and dangerous. Way back on, like, 16th Street or It doesn't whatever. Matter when it happened. Yeah. Okay. It's just... I mean, and then really pull a knife on me? Like, seriously? I don't know you. You got a gun in there. I don't know you. Hopefully not, and probably not, but... A preemptive threat does not excuse you from threatening me. You understand that, right? That's... Maybe there's a coyote behind you. You never know, do you? Oh, my God. Ist das unangenehm, Digga. Macht so auf cool, Chat. You're just trying to, like... Aber der Motorradfahrer ist auch ein Hobbypolizist. Ja, bin ich auch kein Freund davon, ob der dem jetzt da hinterherfahren muss unbedingt und dem eine Ansage drücken muss, weiß ich nicht, Chat. Ich glaube, der Motorradfahrer wollte einfach Content so für sein Video und der Guy dachte auf einmal, er ist der Pate und zieht dann Messer. Also das ist einfach nur unangenehm. I just want to let you know that. But apparently you don't know that. Nächster Clip. Yo! Yo! Distanz? Alter! Der ist sehr schnell unterwegs. Wie schnell fährt der? 100 km/h. Warte, ich spule zurück. Ich bin Detektiv Conan. So. 50er Zone, er fährt 100, Chat. Muss man jetzt schon mal sagen. Selber schuld. Eins, wenn er selber schuld ist. Du kannst nicht mit 100 in eine 50er Zone fahren und dich jetzt drüber abfacken, dass dein BMW-Fahrer nicht mit dir gerechnet hat. Brauchen wir nicht diskutieren. Ich hoffe, der fühlt sich jetzt nicht auf. Er führt sich auf. Der BMW hupt zurecht. Er macht eine Vollbremsung. Vamos, vamos, komm, come on. Nee. Nee, 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 der ist nicht im Recht, Chat. Jo, fast hingefallen. Trottel. Wir sind uns alle einig, das war ein Trottel-Chat. A minor misunderstanding and completely unnecessary behavior eventually lead to costly consequences. I'm curious to know who you think is to blame for this situation. Ja, das ist halt dumm, Chat, wenn du Motorradfahrer bist und ein Auto ausbremst, weil das Auto ist halt stärker als du. Ja. Und da hat's gekracht, schon. Yo! Die Mutter steigt aus. Yo! Yo!
Da muss man auch ganz klar sagen, Chat, diese Frau bringt ihren Mann gerade in Lebensgefahr. Oder nicht? Die bringt ihren Mann gerade in Lebensgefahr, Bruder. Das ist halt... Also sie meint's gut, aber das ist halt eigentlich dumm. Okay, keine Ahnung, was da passiert ist. Komischer Clip. Let's go! Get off the bike! Let's go! Okay. Get off the bike! Klassische Sidequest bei GTA 6. Get out of here. You schöne Autos. The excitement of the cars around him was such that he lost his concentration and failed to keep a safe distance, leading to rather costly mistake. Oh nein! Der Rollerfahrer ist dem Audi R8 reingefahren. Und er ist draufgefahren, oder? Und das ist auch noch in Deutschland. Wer war es von euch? Oh nein. Das wird teuer, Digga. Oh. Komm, lass Rarolle. Lass runterrolle. Ja, ein großes F an den Rollerfahrer. Das tut mir richtig leid gerade. Ich hoffe, er entschuldigt sich einfach. Ist alles gut? Na klar ist er drauf. Ich bin ja gerne in Ufig fahren. Ja, klar. Ich drauf. Ach, der leugnet jetzt, dass er draufgefahren ist, Chat. Der sagt jetzt, nee, ich bin hier gar nicht draufgefahren. Doch nicht, doch bin ich nicht drauf! Oh, Digga! Aber Chat, wir können alle den Hass von dem R8-Fahrer. Also, ist eins, wenn wir auf der Seite vom R8-Fahrer sind. Digga, imagine, Chat. Imagine, du fährst ein Audi R8 und da fährt dir ein Typ im Roller hinten drauf. Und sagt dann noch zu dir: Nö. Ich bin hier nicht draufgefahren. Oh, den, also, Digga, den Hass kann ich fühlen. Oh, okay, nächster Clip. Wir sind in England, glaube ich. UK. Okay, was ist dein Problem? Also der sieht aus wie so ein Hooligan aus dem Filmchat. Würdet ihr mit dem Road Rage anfangen? Guck mal die Mütze an, das ist Peaky Blinder. Yo! Yo! Der hat den fast gekriegt, Chat, das war knapp. Alter. Straßenrennen oder was? I got you on camera, dude. I got you on camera. What was the point of that? What was the point of you cutting in front of me like that? What was the point? I got you on camera. What was the point of cutting? You want to pull over? What's the point of cutting me off like that? I didn't do anything to you. Digga, der ist auch 4 Meter groß, der Typ im Auto. You did cut me off. I have it on camera. I went around you. You
You didn't go, you went right in front of me, and you didn't have to do that. There were two lanes. It wasn't necessary. Just do me a favor. Don't ever do no. Dude, I got kids. I didn't do anything to you, okay? And you would have killed a veteran, and that would have looked great. That would have, what? Don't curse at me. I don't curse at you. Well, don't try to hit me then. I didn't hit you. Well, you tried. Well, you came a little too close, and you know you did. I've never heard a bike. You know you did, okay? I've never heard a bike. Yeah, well. I'll curse at you if you're gonna freaking try to mess with my life. I'm sorry. Ich habe nicht verstanden, was das Problem war, Chad. Well, you did. You did, okay? What's that? Have a good day, man. Have a good day. Go ahead. Go on. You know what? Hold on one second. One second, sir. Come here for a second. I want to hold on. You have a good day, too. Because you wish me a good day, I'm gonna wish you a good day. All right? Enjoy. Yo, süß, küsst euch. Enjoy your weekend. Herzen in den Chat, baby, babies. Ah, das finde ich süß. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das Problem war, aber irgendwie nett am Ende. The driver first makes a mistake and then decides to have a necessary confrontation, which he very quickly regrets. Yo. Das ist halt auch geil irgendwie, Chat. So ein Road Rage, wenn der Autofahrer redet und du einfach einen Rev-Bomb gibst. Du hörst den gar nicht mehr. Yeah, what? Yo, er kommt. I'll knock your bark and jump on your head. Right? Alrighty, yeah. Don't my can't, right? You cut in front of us. You need to talk my mate out. Light on. What do you mean? Use your mirror. You know what? You're supposed to have this on. It is on. Put the thing on. It is on. Or I will run over you next time. It is on. What? I said it is on. What? Das sieht so lustig aus, weil diese 360-Grad-Kamera, es sieht so aus, als würde er an ihm vorbeischauen. It is on. What'd you say? I said it is on. Digga, wie sieht es aus? Yeah, what of it? Hey! Yo! Oh. Yo! Come on, get off your bike. Get off your bike. Alter. Einfach zugehauen, beide. Distanz. Wer hatte in der Situation recht, okay? Schöne Straßen. Okay, er will ihn überholen und er fährt halt in der Mitte von der Straße. Ist aber auch am Arsch der Welt. Wieso bleibt er jetzt stehen, Chat? Ist das unnötig, Digga? You wanna kill someone? Pardon? You wanna kill someone? Right in the middle of the road in the corners? If it's biker, I have a camera. I don't say about me. I wasn't going round the corners hard, I was going in the middle. I have everything in the camera. Thank you, man. If it's corner, it's... Das ist so unnötig. There was nothing in front of me. Steve going round corners, harsh, yeah, with a car full of, yeah, people. I was coming out. I wasn't riding down the road. You just overtook me, so that was even worse. Sprechen die überhaupt für eine Sprache? Can you go up now? I've got a car full of children. I've got a car full of children, and you're threatening us. So can you go now? Thank you. Fucking mad. Ich bin auf der Seite von der Frau, Chad. Das war gefährlich. I'm not getting in front. You gotta chase me down. Come on, guys.
Da hätte auch der Fliegel, der Spiegel fliegen können. Sei ehrlich. The driver clearly ignores the red light and the oncoming rider who has decides to confront her. He was clearly disappointed by her reaction. Eieieiei. Okay, der fährt ihm hinterher. Das hätte ich aber auch gemacht, Chat. Ich bin kein Freund von hinterherfahren und so und zur Rede stellen. Es passieren dumme Sachen im Straßenverkehr. Aber der Typ hat den fast umgebracht, Digga. Das war fast ein Totschlag. Okay, pull over. Why? I got your license plate. I got your license plate. Die hat's wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. The crazy dude. Also er hat ihm irgendwie den Mittelfinger gezeigt oder so, hä? Verstehe ich nicht. Was steht auf dem Schild? Black Lives Matter. Yo! Keine Ahnung, was da jetzt davor das Problem war. Das Schild das Problem oder was? BTF. Here we have a situation where the rider couldn't accept the driver's dangerous behavior and decided to react harshly. Was war da jetzt das Problem, Digga? Warum sind die da alle so aggressiv, Chat? Was war denn jetzt hier das Problem? Digga! Alter! Das war ja komplett übertrieben. Yes, but it made me feel better. Okay, also der hat ihn fast abgedrängt. Er regt sich auf.
Er sagt, bleib stehen. Er hört schlechte Musik. Er gibt Gas, hä? Oh, den Clip kann ich mir nicht geben, Chat. Dieses Windgeräusch leckt mich am... Den Clip können wir uns doch geben. Wir spulen vor. Jo, er macht seinen Kofferraum auf. Was holt er da raus? Do it! Er hat aber ein UFC-Kleidung, vielleicht MMA-Fighter. Musik an, weiter. What do you do when someone is messing with your bike? Okay, also sein Motorrad steht da und das ist ein random Guy, der zu deinem Bike geht. Was macht ihr dann, Chat? Was macht ihr dann? Den jetzt einfach weggezogen? Oh, der ist besoffen, glaube ich, Chef. Ah, der geht jetzt nicht nochmal hin zum Bike. Das sind ganz verstörende Clips, Chat. Heult er? I got you on camera. What I did was illegal. And what you were doing? What law? What? Der heult. Law? What law? There ain't no law. Walla? You. My wife is dying. I don't give a f- what your wife did. You just tried to kill me, bitch. Old hoe. Was zum Fick? Warum weint der denn jetzt? Der F in den Chat, der Arme, der tut mir leid. Das mit zu viel Text. Ich verstehe nicht, was ihr Problem ist. Aber mich irritiert, dass ihr Bauch unten am Ding raushängt. Es soll kein Body-Shaming sein, aber es irritiert mich, Chat. Keine Ahnung, was der letzte Clip uns sagen wollte. Meine Damen, meine Herren, das war ein sehr langes Video von Road Rage. Es sind viele Spiegel geflogen. Es wurde um sich geschlagen. Es wurde geschreit. Es wurde geheult am Ende noch. Nochmal ein F an den Guy, der geweint hat. Im Großen und Ganzen kann man aber zusammenfassend sagen, mein Gott, haben wir wieder viel gelernt, Chat. Eins, wenn ihr was gelernt habt. Eins, wenn ich hier einen Lehr-YouTube-Kanal habe oder einen Stream, wo man auch noch die ein oder anderen Sachen über den Straßenverkehr lernen kann. Wir sind alle besser gewappnet für die Zukunft, Chat. Nehmt euch keine Beispiele natürlich an den Spiegeltretern. Das macht man nämlich nicht. Wir distanzieren uns nochmal ausdrücklich davon. Falls euch dieses Road Rage Video gefallen hat, dann lasst den ganzen sehr gerne ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Mein Name ist Mochi. Ich bin der Road Rage-Mann mit der Maske. Bis bald.